da ist doch was im Busch, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf Inferno. Guck mal da. Endlich nicht das 2, sondern wunderschön Inferno. Guckt genau hin und analysiert schon mal. Leute, direkt zur Info am Anfang. Heute ist Livestream, also jetzt gerade ab 18 Uhr. Kommt dazu, wenn ihr noch nicht da seid. Ja, kommt in den Livestream. Wir hasseln wieder live rein und wurschteln rum und Giveaway und hast du nicht gesehen. Seid dabei. Ja. Und nun weiter im Text hier. Also, ich habe mit einigen schon in den... Oder ist er am Laggen oder was? Hat er Fake-Lag oder einen richtigen Lag? Was ist denn los? Guck mal, wie der abgeht. Was ist denn mit dem Kerl los? Ich weiß es nicht. Ja, mit einigen habe ich schon drüber gesprochen oder geschrieben in den Kommentaren, aber ich habe, glaube ich, noch nicht offiziell was dazu gesagt. Und zwar ist es für uns jetzt natürlich, nachdem CSGO kostenlos ist, wobei das nicht so tragisch ist, aber das Wichtigere ist, alle alten Accounts wurden ja geprimed. Es ist für uns brandheiß, ganz wichtig, dass wir alle so viel overwatchen, wie wir nur können, ja. Es gibt ganz, ganz, ganz viele neue Fälle, logischerweise, weil diese ganzen Pisser jetzt auf Prime rumhampeln und sie wollen oder warten darauf, gebannt zu werden, ja. Und das müssen wir ja auch irgendwie machen. Und ja, dafür brauchen wir halt einfach Overwatcher, die das auch durchführen können, ja? Also wir müssen wack, so wie toll, wie es funktioniert, unter die Arme greifen und können ja schon mal die ganzen Reports bearbeiten. Je mehr Leute da mitmachen, desto schneller sind die Leute wieder, also die Cheater, wieder aus Prime weg. Denn wir wissen alle, so ein Hans Wurst, dem ist die ganze Zeit schon, guck mal, wie er jetzt seine Sachen einstellt, ist vielleicht zu obvious, ich muss das noch einstellen, so ein Wallhack-Kackboy, dem es bereits früher zu viel war, sich Prime zu erspielen. Dem ist es heute auch zu viel, sich Prime zu erspielen. Und so ein Hacker, dem es zu viel war, sich Prime zu erspielen, der mit kostenlosen Cheats sich rumdreht auf den Servern, dem ist es auch viel zu viel, für Prime Geld auszugeben. Ja? Auch wenn das nur, was sind 13,26 Euro oder sowas, ist jetzt nicht die Welt. Aber dennoch, gerade kleine Kinder, ja, die sich irgendeinen kostenlosen Cheat irgendwo runtergeladen haben. Ich habe gerade letztens, neben dem Video von mir rechts auf YouTube, war ein Vorschlag zu Free Cheat... Free Not Detected Cheat Dezember 2018 oder sowas. Und ich denke mir, alter Falter. Die Leute gehen dahin, laden sich das runter, hoffentlich auch ein paar Viren, ganz klar. Und dödeln halt darum. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir bei Overwatch schon reinhauen, ja, können wir auf jeden Fall spürbar was an der Prime-Situation, also an dem Prime-Cheating ändern, weil die ganzen Rotznasen wieder weg sind und wieder vor dem Problem stehen, sich Prime zu beschaffen. Und selbst wenn sie es sich einmal kaufen, ja, lassen wir sie wieder bannen und dann müssen sie sich immer öfter kaufen. Nach 10 Accounts, ja, ihr wisst ja, wie schnell es gehen kann, also es gibt schon diverse Videos darüber, wie schnell ein Overwatch-Bann durchgeführt wird, nachdem er beschlossen ist. Dazu gibt es Videos auf YouTube, könnt ihr einfach suchen. Ich habe mal jemanden gehabt, der das wusste und mir auch sein Video geschickt hat, aber leider habe ich den Namen vergessen. Egal, es ist auf YouTube alles halt online. So, und das heißt, es geht schon sehr, sehr schnell und wenn man das dann 10 Mal zum Beispiel macht, wenn wirklich irgend so ein Vollidiot 10 Mal für sowas hier sich Prime kauft, dann hat er 130 Euro ausgegeben, ja. Das heißt, mit jedem Mal, wo wir so einen Account bannen lassen, richten wir Schaden an der Cheater-Community an und können zumindest irgendwas aus denen rausleiern. Und es wird sich verbessern. Zu 100% wird es einige, sehr, sehr viele, den Großteil der ganzen Kacknasen, die jetzt halt kostenlos geprimed wurden, wieder aus Prime verscheuchen. Und dafür müssen wir halt nur so ein bisschen overwatchen. Ist ja nicht allzu viel verlangt, denke ich. Ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich jeden Tag mindestens einen Overwatch gemacht. Also da habe ich auch jeden Tag einen Overwatch hochgeladen. Das war die Zeit, wo ich täglich ein Video hatte und wenn ich nichts hatte, kam zumindest ein Overwatch. Also wenn ich sonst nichts vorbereitet hatte. Alter, guck mal, wie das gerade ist. Und solche Sachen, es werden jetzt sehr viele solche Fälle kommen, solche obvious Fälle, die müssen raus. Das ist wahrscheinlich einer, der den PC angemacht hat und sich denkt, oh, ich hab Prime, schön. Und wir müssen gucken, dass die Leute so schnell wie möglich weg sind. Ganz schnell. Und dann können sie ja wieder in Non-Prime rumdümpeln, wenn sie wollen. Weil auch auf Non-Prime werden sie genug Fressen finden. Dass sie wegcheaten können. Im letzten Overwatch war es übrigens so, das habe ich gar nicht gemerkt, dass im Gegnerteam und in seinem eigenen Team auch Cheater waren. Also die waren zusammen. Wir hatten eine Zeit lang, da war Trust schon eine Weile draußen. Oh, guck dich das an, Wahnsinn. Da war Trust schon eine ganze Weile draußen. Da haben wir ganz oft Spiele gehabt, in denen Cheater gegen Cheater spielen und vielleicht ein, zwei Legits leider mit dabei sind. Aber das zeigt, wie gut eben in diesem Fall Trust die ganzen Pisser zusammenschart und von uns fernhält. Über den Trust-Faktor habe ich im letzten Podcast gesprochen. Für die unteren Ränge ist es trotzdem
eklig, weil als ganz frischer User auf Steam hast du dann einfach keinen guten Trust, kannst du auch nicht haben, weil du dir Steam heute kostenlos besorgst, kostenlos Counter-Strike besorgst, dann hast du den niedrigsten Trust der Welt und wirst zu 100% auch mit Prime gegen Kacknasen spielen. Mit Prime dennoch wahrscheinlich zu einem gewissen prozentualen Anteil nicht so sehr wie ohne Prime, aber dennoch wirst du auf die Nase bekommen. Und deswegen können wir zumindest über Overwatch schon mal den Weg ebnen und Prime wieder etwas, also wir können Prime zumindest wieder so herstellen, wie es vor dem Update war. Ich denke, es wird auch nicht allzu lange dauern. Von daher sollten wir keine großartigen Probleme bekommen. Die letzten 2, 3 Low-Trust-Spiele, die wir hatten, nach dem Update, da war auch nichts. Also da war auch, wir haben Prime gespielt, wir hatten keine Cheater, alles war gut. Also, ist abnormal, oder? Wie er durch die Wand reintimmelt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und solche Leute müssen raus. Wenn die alle wieder weg sind, dann kommen auch wieder Overwatches, die spannender sind, wo man sich sagt, oh, ist es vielleicht nur ein Legit, der fehlverstanden wurde. Ja? Aber wir müssen jetzt einfach alle zusammen an einem Strang ziehen und vor allem halt eben Teil der Lösung. Oder versuchen, ein Teil der Lösung zu sein. Ja? Natürlich gibt es diese ganzen... Aber das sind die Teile des Problems. Diese ewige Aufregerei. Ja, das hilft uns nicht weiter. Jeder, der kann, sollte versuchen, irgendwie positiv an das ranzugehen, was jetzt halt da ist. Ja, damit muss man halt einfach jetzt leben. Man kann natürlich auch wie ein Baby sich die Augen und Ohren zu halten und sagen, ich hör auf, ich gehe weg und steck mir den Finger in den Arsch und spiele jetzt Minecraft oder sowas. Kann man auch machen. Steht jedem offen. Aber alle, die eben nicht so leicht aufgeben, denen kann ich nur sagen, haut Overwatches rein und wenn das nicht der Fall ist, wendet euch halt nicht zwingend ab. Ja, es ist natürlich immer bitter, wenn man so einen Bock gegen sich hat. Guckt euch das an. Guckt euch das an! Aber man kann zumindest sehr, sehr, sehr stark davon ausgehen, dass er halt nicht lange sein Unwesen treibt, ja? Sein Schabernack. Ich drücke ihm jetzt dann gleich die Dinge, die ich glaube. Ihr schreibt dann auch, was ihr glaubt. Ist einfach vielleicht legit. Und dann sehen wir uns im Livestream oder halt direkt. Also ich bin jetzt schon live ab 18 Uhr. Ihr wisst ja, ich stream jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und ich habe auch wieder die täglichen, beziehungsweise nicht die täglichen, aber die videolichen Giveaways angeschaltet. Das heißt, wenn ihr hier an diesem, unter diesem Video kommentiert, also bezüglich der Sachen... Oh, CSGO Extra funktioniert nicht mehr, das ist aber schön. Wenn ihr dann, das seht ihr jetzt nicht, aber ich krieg das hier gerade angezeigt, wenn ihr diesbezüglich halt einfach kommentiert und sagt, ja, ich glaube, der hat dies oder der hat das oder irgendwas zu dem sagt, was ich sage, seid ihr, oder was ich frage, dann seid ihr automatisch mit in diesen Giveaways drin. Es ist nichts Großes, weil es in jedem Video dann so sein wird, oder ich versuche, dass es in jedem Video sein wird, also wird es jetzt nicht immer ein Knife sein, ja. Es gibt sehr, 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 sehr viele coole Skins, die jetzt nicht tausende von Euro wert sind, das wisst ihr. Und ja, haut ordentlich rein. Wir sehen uns dann hoffentlich jetzt gleich im Livestream und gebt nicht auf. Einige haben gefragt, wie die nächsten Podcasts, worüber die sein werden, weil sie sich wohl voll den Narren gefressen haben an den Podcasts, was mich ultra freut, weil ich eine richtige Labertasche bin und sehr gerne meine Gedanken ausspeichere über gewisse Themen. Also ich habe meinen Blog verschlammt, keine Ahnung, wo der ist. Ich habe mir gewisse Sachen aufgeschrieben. Unter anderem die Skin-Sache ist jetzt zwar sehr, sehr weit weg, aber dennoch ist schon länger her, dass diese Trade-Sperre halt, ne, was ich davon halte, Bezug auf Gaming, Gambling und so weiter. Dazu werde ich dann auch noch eine Kleinigkeit sagen. Es gibt einen eigenen Podcast und 2 weitere Themen hatte ich noch, aber ich habe vergessen, was es war. Ich glaube, mein Blog liegt drüben. Ich habe gestern mir was aufschreiben müssen, habe es rüber ins Wohnzimmer genommen und jetzt ist er da drüben. Naja, Leute, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns jetzt, wie gesagt, im Livestream. Ihr müsst jetzt kommen, weil es ist halt Zwang. Ciao, ciao, Kinders.